Matthias Walser bewirtschaftet einen Bauernhof mit Ackerbau und Viehzucht. Konventionell. Das heißt, seine 1600 Mastschweine stehen nicht auf Stroh, sondern auf Spaltenböden. Das ist arbeitswirtschaftlich praktischer. Die Schwänze sind kupiert, damit die Tiere sie sich nicht aus Langeweile gegenseitig abbeißen. Jedes Schwein hat etwa einen Quadratmeter Platz. Matthias Walser hält alle gesetzlichen Standards ein. Dennoch wird er für seine Arbeit als konventioneller Landwirt oft verurteilt. Ja, das löst in mir Wut und Unverständnis aus, weil viele halt ein verzerrtes Bild von der Landwirtschaft haben, das wo mit der Realität der konventionellen Landwirtschaft nichts zu tun hat. Weil wenn es um die konventionelle Landwirtschaft geht, dann werden immer nur Missstände gezeigt. Aber dass den Tieren gut geht, so wie man da sieht, das sieht man nicht so oft. Im Stall nebendran werden regelmäßig Ferkel geboren. Die männlichen werden heute von Matthias' Eltern kastriert. Seit dem 1. Januar ist es Pflicht, aus Tierschutzgründen die Tiere dabei zu betäuben. Das Kastrieren muss sein, sagen die Walsers. Sie haben auch schon versucht, Eber zu mästen und wieder aufgegeben. Die Tiere waren zu aggressiv, die Rangkämpfe zu heftig. Für viele mag das alles hier ungewohnt aussehen. Für Familie Walser ist es Alltag. Sie bewirtschaften ihren Hof in der 5. Generation. Neben der Schweinemast hat sich Matthias Walser auf den Anbau von Kartoffeln spezialisiert. 4000 Tonnen hat er letztes Jahr geerntet. Auf seinen Feldern setzt er Chemie ein. Wir dürfen einen Blick in seine Pflanzenschutzkammer werfen, denn auch damit geht der Landwirt ganz offen um. Wenn ich krank bin, wenn es mir nicht gut geht, dann nehme ich ja auch Medikamente, dass ich wieder gesund werde. Und bei unseren Pflanzen ist doch das nichts anders. Die werden nicht vom Beeten oder mit Weihwasser gesund. Dass Matthias uns das hier alles zeigt, ist die Ausnahme. Wir haben 20 Landwirte kontaktiert. Keiner wollte mit uns sprechen. Zu schlecht sei ihre Erfahrung mit den Medien. Oft würden sie pauschal verurteilt und für so vieles verantwortlich gemacht. Massentierhaltung, Insektensterben, den Einsatz von Pestiziden. Die Walsers sehen das anders. Matthias' Frau Katharina versucht, mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen. Deshalb betreibt sie einen kleinen Hofladen. Mit eigenen Produkten und denen anderer Landwirte aus der Umgebung. Das ist unsere Kommunikationsmöglichkeit, dieses Heisel, dass man halt auch sieht, dass die Leute auch von dem Produkt selber überzeugt werden können, weil sie es eben kaufen können, erwerben können von uns direkt. Die beiden finden es wichtig, offen auf die Menschen zuzugehen, zu zeigen, wie ihre Arbeit und ihr Leben mit ihren 4 Kindern auf dem Hof wirklich ist. Wir handeln nach Recht und Gesetz und wir haben nichts zu verbergen. Und jeder, der wo kommt und der wo das sehen mag, wie wir produzieren die auch, dem zeigen wir alles. Dem zeigen wir die Schweinehaltung, dem zeigen wir, wie unser Ackerbau funktioniert und wie wir unsere Produkte vermarkten können. Wir haben nichts zu verbergen und jeder, der wo was sehen will, kriegt es zum Sehen. Das findet auch Matthias' Vater. Gerne würde er anderen zeigen, wie er arbeitet. Seit Jahren bietet er Schulklassen an, den Hof zu besuchen. Er hat sogar an einem Qualifizierungsprogramm zum Erlebnisbauernhof teilgenommen. Doch niemand ist bisher gekommen. Ich befürchte fast ein wenig, ob es so zutrifft, das weiß ich nicht, dass das Thema konventionelle Landwirtschaft und intensive Landwirtschaft, dass das ignoriert wird. Dass man das von dem wollen wir nichts hören und wollen wir nichts sehen. Stattdessen würde lieber ein Bauernhof-Idyll vermittelt. Das macht irgendwo hilflos und traurig. Wenn man dann sieht, ich würde ja gerne was machen, aber ich kann ja niemanden zwingen. Ich kann ja nicht sagen, du musst zu mir kommen. Das macht ja gar keinen Sinn. Genau wie sein Vater ist auch Matthias Landwirt aus Überzeugung. Er kann sich ein Leben ohne den Hof, ohne die Tiere nicht vorstellen. Er liebt, was er tut. Findet aber auch, dass die Arbeit als Landwirt nicht immer einfach ist. Der Landwirt muss der Politik recht machen, dass man gesetzeskonform produziert. Dann muss er es am Verbraucherrecht machen, höchste Standards einhalten. Er muss aber gleichzeitig wirtschaftlich sein und muss vielleicht seiner Familie auch arbeitstechnisch recht machen. Am Ende des Tages muss er mit seiner Arbeit Geld verdienen. Er produziert also das, was die meisten Verbraucher kaufen. Fleisch, das nicht zu teuer ist. Der Verbraucher fordert mehr Tierwohl und am besten stellt jeder Landwirt um auf biologische Tierhaltung. Aber es wird dann letztendlich nicht gekauft, weil einfach für diese biologischen Produkte der Markt nicht so groß ist. Deshalb will Matthias sich für seine Arbeit nicht rechtfertigen müssen und hofft, dass er besser wird. Der schlechte Ruf, unter dem er und viele andere konventionelle Landwirte leiden.
Unseren YouTube-Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem auch in die BR-Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.